Der Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Herr, ich hätte deine Idee. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Er war der Hauptmann in Vranik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen. Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrin Stefanie und mein Vater für uns. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Und dann werden wir weitersehen. Ruh dich aus und komm später zu mir.